Geliebter Mensch, bevor wir die Botschaft von Salea hören werden, möchte ich dich energetisch ausrichten, sodass du danach die Worte tiefer und intensiver empfangen kannst. Dafür bitte ich dich jetzt, das Licht der Liebe einzuatmen und mit jedem Atemzug etwas ruhiger zu werden, mit jedem Atemzug zu fühlen, wie dich das Licht der Liebe ausdehnt, beruhigt und gelassen macht, wie mit jedem Atemzug Harmonie in deinen Körper einstrahlt und du spürst, wie du selbst ganz gelassen wirst. Du spürst, wie deine Seele nun bereit ist, die hohen Energien zu empfangen und sich auch jetzt dein Herz öffnet. Und so atme ruhig in dieser Geschwindigkeit weiter, in dem Wissen, dass dein Herz sich jetzt zu einer goldenen Sonne ausdehnt und diese Sonne so groß wird, wie du selbst bist. Und sobald du diese goldene Sonne fühlen kannst, befindest du dich im Bewusstsein deiner Seele. Ich verbinde mich nun mit Salea und ich rufe die Energie der Plejaden, damit wir diese wundervolle Botschaft hören mögen. Elris Lirai Way. Salea begrüßt dich. Salea wurde erneut auserkoren, um heute zu dir zu sprechen. Liebe Menschen, wir die Plejada, wir sind bei euch. Wir hatten selbst auch ein wenig Zeit gebraucht, um uns auf das Neue, was gerade geschieht, vorzubereiten. Und wir haben viel im Universum mit den Mächten, den Energien für dich bereits gewirkt. Und heute ist dieser Tag gekommen. Wo ich zu dir sprechen darf. Wir haben uns vorbereitet für dich, für alle Menschen. Und wir haben uns vorbereitet für all die anderen lichten Wesen auf den anderen Planeten des Universums. Denn du, lieber Mensch, du solltest verstehen, dass es noch mehr lichtvolle Wesen gibt im Universum und dass du selbst nicht alleine bist. Wir wissen, dass dies vielleicht nicht jeder von euch so akzeptieren kann, aber es ist tatsächlich so. Das Universum ist riesengroß
und für dich als Mensch kaum zu begreifen. Aber wir reisen mit unseren Schiffen durch die Sphären des Universums und wir kennen weitere lichte Wesen, so wie du, so wie dich. So erkenne jetzt, dass du nicht alleine bist und dass das Neue, was kommen wird, auch nicht nur die Erde betrifft. Es gibt Planeten mit ähnlichen Strukturen wie die Erde. Und auch dort gibt es Dualität, das 3D-System. Diese Dimension, in welcher du jetzt gerade lebst. Für uns, den Plejadern, ist die dritte Dimension fremd. Wir kennen die Dualität nicht so, wie du sie kennst. Aber wir sind neugierig und wir bereiten uns darauf vor, in die dritte Dimension hinabzusteigen, um mit dir Kontakt aufnehmen zu können. Und gerade dies ist der schwierigste Teil, der uns jetzt in diesen Momenten ereilt. Es gibt eine Voraussetzung, um mit dir als Mensch in Kontakt treten zu können. Das ist die Erkenntnis, dass du dein Ego mit deinem Herzen vereint hast und dass das Ego in dem Moment ganz ruhig ist und sich zurückzieht, genau wie der Verstand. Wir wissen, dass dies für viele von euch noch nicht möglich ist. Aber es ist die Voraussetzung, dass wir euch richtig gut helfen können. Und so bitten wir dich, daran zu arbeiten, dass du dein Ego erkennst und alles, was dich durch das Ego behindert. Die große Wahrnehmung in die anderen Dimensionen, dass alles, was dich durch dein Ego behindert, dies wahrzunehmen, abnimmt. Und du dadurch dein Bewusstsein erhöhen kannst. Denn solange dies noch nicht geschehen ist, wirst du uns nicht erkennen, wirst du uns nicht wahrnehmen oder vielleicht nur ganz kurz wahrnehmen. Wir sind bereit, aber wir wissen auch, dass es noch ein wenig dauern wird, bis alle Menschen soweit sind. Und wir haben Geduld mit euch und mit allen anderen Wesen auch, welche noch in der dritten Dimension festgehalten werden. Wenn wir dann kommen werden, werden wir vorerst an versteckten Plätzen zu euch kommen. Wir werden nicht
in einer großen Stadt landen. Sondern eher auf dem Land, dort, wo uns niemand sieht, welcher nicht berechtigt ist. Und wenn es so sein soll, dann wirst du gerade in diesem Moment an diesem Platz sein. Wichtig ist, dass alle Menschen wissen und akzeptieren, dass es außerirdische Wesen gibt. Dieses Wissen muss die kritische Masse überschreiten, sonst können wir uns nicht zeigen oder sonst werden wir uns nicht zeigen. Es wird also noch eine kleine Weile dauern. Aber das, was wir in der Zwischenzeit tun, das ist eine sehr große, lichtvolle Unterstützung für alle Menschen. Die bereits wissen, dass es uns gibt. Und so haben wir das Gitternetz der Erde mit Licht aufgeladen. Und dieses Licht, das plejadische Licht, das kommt in dem Moment zu dir, wenn du darum bittest. Wir haben es im kompletten magnetischen Gitternetz installiert und es fließt zusammen mit dem Licht der Sternenwesen, der Engel und der magnetischen Linien des Universums. Wenn wir die Erde betrachten, können wir erkennen, wie viele von euch Menschen schon bereit sind. Und wir können auch die kritische Masse erkennen. Das, was wir jetzt tun, das ist, dass wir verschlüsselte Energien senden zu den Menschen, welche bereits in ihrer Entwicklung mit dem Ego sehr gut vorangekommen sind. Diese Menschen können von uns verschlüsselte Botschaften, verschlüsselte Energien erhalten. Und so haben wir für heute ein wenig von dieser Energie vorbereitet und wir werden sie jetzt gleich durch Salea für dich übertragen. Und wenn du bereit bist, dann öffne nun ganz bewusst dein Herz, um die Energien zu empfangen, um die verschlüsselten Informationen, die Codes der Plejade jetzt persönlich entgegenzunehmen. Und so fließt diese Energie zu dir. Sie wird ohne Worte übertragen. Elris Lyraivei.
So wurde nun zu einigen von euch ein intensiver Kontakt hergestellt. Und wir haben gleichzeitig auch Strukturen, welche deinen Energiefluss der Informationen hindern, entfernen können, dass die Aufnahme der galaktischen Energien dir ab jetzt noch leichter fallen wird. Du kennst auch deine Aufgabe, das Ego immer kleiner werden zu lassen und deine Energie zu erhöhen. Und so bedanken wir uns bei dir für dein Licht und deine Liebe. Elris Lirai Vei. Salea zieht sich jetzt wieder zurück. Du kommst auch wieder ganz im Hier und Jetzt an, bewegst Hände und Füße und bist wieder ganz da. Ihr habt die Botschaft gehört und die Dringlichkeit, die Aufgabe mit dem Ego. Das hat auch mit dem Bewerten zu tun, soll ich noch sagen, denn solange wir andere Menschen bewerten, sind wir sehr im Ego. Und das ist gerade ja im Moment sehr intensiv auf der Erde. Also wir haben sehr viel zu tun, mit anderen Worten, die Bewertung. Das hat auch mit dem alltäglichen Leben sehr viel zu tun. Versucht, aus dieser Bewertung rauszugehen, damit wir diese Hilfe alle in Anspruch nehmen können. Schön, dass du deine Zeit heute mit mir verbracht hast. Und wenn du weiterhin wichtige Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere bitte meinen Kanal, klicke einfach auf die Kugel und schon wirst du informiert, wenn ein neues Video kommt. Alles Liebe, bis bald!